Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gewinndeckschmiede. Heute mal wieder mit einem Squirtle-Deck, mit einem Squirtle-Movement-Deck. Welches tatsächlich auf einer langen Runde ziemlich stark sein kann. Movement-Decks hat man länger nicht mehr gesehen. Wir haben es mit Kräftigen mal gespielt. Allerdings haben wir uns jetzt mal wieder dazu entschlossen, die Guerilla-Taktiken auszupacken. Das Deck hat einen großen Nachteil, wenn es gebleedet wird. Wir haben in diesem Deck für eine kurze Runde... Das ist auch der Grund, warum man mit der jungen Königin Elfen spielen, nicht unbedingt die besten Karten. Ne? Man kann Movement in verschiedenen Varianten spielen. Man kann es auch mit Madoc spielen. Also man könnte hier einen Madoc-Deck draus machen. Allerdings hatten wir erst das letzte Mal ein Madoc-Deck. Das heißt, wir haben uns mal gedacht, wir machen voll Movement-Deck. Wir spielen mit Wachen. Wir spielen mit realen Matronen. Wir spielen mit Katzenhexern. Wir spielen sogar mit dem Stüger-Schloss. Wir spielen sogar mit dem Gesras. Das heißt, wenn in der langen Runde bei uns ziemlich viel rumspringt, kann die lange Runde für den Gegner sehr, sehr gefährlich werden. Es ist natürlich eine Menge Boosting dabei. Das heißt, wenn der Gegner einen Jirn oder so hat, ist es natürlich nicht so gut für uns. Aber dieses Deck hat verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu machen, gerade mit den ganzen Springern. Und die Hauptschlüsselkarten dafür sind unsere Dolplanerfer Wachen. Wenn die auf dem Feld bleiben und wir haben eine Menge Beweger, können die gut Punkte machen. Problem an diesem Deck ist, wir haben wenig Tempokarten. Wenn man wirklich eine kurze Runde gedrückt wird, sollte man vielleicht gucken, dass man Möglichkeiten, die besten Karten für die kurze Runde sind die junge Königin, der Waldbeschützer und vielleicht der Brehen. Könnte auch ganz gut sein in der kurzen Runde, aber sehr unwahrscheinlich. Wenn nicht, junge Königin, Waldbeschützer sind so das Beste, was man in der kurzen Runde haben kann, um dann nochmal Tempo rauszuholen. Gerade wenn man irgendwie den Waldbeschützer mit dem Ruf des Waldes rausholt und dann noch einen Tadel hat, kann es ziemlich gut Punkte machen. Das Deck sollte allerdings nicht gebleedet werden. Man sollte versuchen, die erste Runde zu gewinnen, was schwer ist. Wir spielen sehr, sehr viele Engines und haben nicht wirklich sehr viel Tempo. Allerdings, ja, das ist halt der Hauptnachteil von diesem Bewegungsdeck, wenn man es ohne viele Zauber spielt. Das Tempo könnte manchmal ein bisschen fehlen. Wenn allerdings alles auf dem Feld ist, wenn allerdings alles rumspringt und rumtickt, kann es ziemlich stark werden. Die Karten, die wir nochmal reingepackt haben, sind die Zauberin von Dolblathana. Zauberin von Dolblathana sind nicht verkehrt. Sie gefallen mir sogar in manchen Fällen relativ gut in diesem Deck. Allerdings ist es schwer, wir spielen schon so viele Engines. Wenn wir wirklich eine sehr schlechte Hand haben und zu viele, dann sind die alle ein bisschen zu langsam. Zauberin ist auch aus den Gründen ganz gut, weil sie kann uns eine Sonderkarte erschaffen. Das heißt, sie könnte nochmal unsere junge Königin halt oder unsere Mama in der letzten Runde nochmal eine Naturkarte geben mit einer Einheit, was relativ gut sein kann. Sie könnte eine Bombe erschaffen im Vierer-Provisionsbereich. Mit der Bombe kann man gegnerische Einheiten bewegen. Wenn die Zauberin durchkommt, ist sie wirklich ziemlich, ziemlich stark. Der Nachteil an den Zauberern in dieser Liste, Isengrims Rat hat keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit mehr auf die Wache. Das heißt, man könnte das ein bisschen austauschen. Aber ja, Movement-Deck. Viel rumspringen, viel boosten, wenn die Wachen hinten liegen. Viele Kleinigkeiten, die man so ein bisschen beachten kann. Das Schöne ist sogar an diesen Movement-Decks oder gerade an der Anführerfähigkeit, dass wir gegnerische Einheiten verschieben können, dass wir Brehen benutzen können. Brehen ist eigentlich für Squirtle eine ziemlich wichtige Karte, weil der ist wenigstens eine Karte, die mal von Squirtle ein Tall Punish-Effekt sein kann. Der Nachteil ist, die Karte muss sich in der Reihe ganz rechts befinden. Das heißt, wenn der Gegner alles nach links ausspielt, dann kann Brehen eine tote Karte sein. Das heißt, man kann ihn wirklich fast nur mit Bewegen spielen, mit den Taktiken. Da ist er wirklich eine ziemlich gute Karte, weil man könnte die Karte in derselben Runde bewegen und dann sofortig zerstören. Macht die Anführerfähigkeit vielleicht einen Ticken schlechter, aber wir haben wirklich mit 8 Provisionen immer die Möglichkeit, fast die stärkste Karte vom Gegner zu zerstören. Und diese 2 Punkte Schaden, die wir machen, ja, können wir ihm abrechnen trotzdem. Wenn er wirklich sowas über 10 Punkten zerstört, dann ist er einfach nur unfassbar gut. Das ist der Vorteil, den man so ein bisschen mit Bewegen hat. Ja, das ist das Deck. Melena haben wir jetzt mal nicht reingepackt. Es ist schon manchmal schwer genug, die erste Runde mit diesem Deck zu gewinnen. Wenn der Gegner allerdings dann die lange Runde will. Es gibt Decks, die Probleme machen können. Belagerungsmaschinen können ziemlich nervig sein. Aber in der langen Runde, wenn alles springt, werdet ihr sehen, kann dieses Deck unfassbar viele Punkte machen. Aber ich würde auch sagen, wenn ihr Squirtle wirklich hochpushen wollt, ich weiß eine Menge Abers, dann ist es vielleicht nicht das beste Deck. Es ist mehr ein lustiges Gimmick-Deck. Vielleicht werden wir es nochmal in der Madoc-Variante ausprobieren, Movatel. Es ist allerdings ziemlich angreifbar, wenn man weiß, wie man dagegen vorgehen kann und dann vielleicht auch nicht unbedingt das leichteste Squirtle-Deck. Es gibt bessere Decks als das hier. Aber ja, viel Spaß bei den Runden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Keltulis. Wir haben gegen Keltulis eine ganz nette Anführerfähigkeit. Wir haben noch nichts wirklich gegen seine Ciri.
Wobei Zaubern könnte ja ganz nett sein. Liebkosung können wir, glaube ich, ablegen. Dunker ist noch nett. Wir könnten einen Tadel ablegen. Noch einen Ruf. Okay, womit fangen wir an? Dunker, würde ich sagen. Könnte sie verbessern, aber ich meine, wenn er 5 Schaden macht, ist Dunker weg. Natürlich geht der Buff auf die einzige Karte, die diesen Buff nicht behält. Wir haben so viele Einheiten. Du buffst die Mutter. Dunker. Hey, Wheel. Er hätte mit dem Parasiten eine Karte, die 6 Schaden machen kann. Aber wir werden sie trotzdem benutzen. Ah, jetzt geht der Buff auf Ficker. Bitte jagt ihn, okay. Wir könnten erst den Diener mit dem Tadel weghauen oder wir könnten Nifol einfach nach hinten verschieben, aber dann verhindert er die Blutung. Das heißt, ein Tadel jetzt auf den Diener plus eine Bombe, die 4 Schaden macht. Ziemlich gut. Mama, warum bekommst du die Buffs? Ist nutzlos Runde 3. Figgis wäre auch dabei. Mama. Kann nicht singen. Okay. Packt. Ich weiß nicht, ob ich passen soll. Ich weiß nicht, ob ich passen soll. Fürchten wir eine lange Runde gegen Keltulis. Keltulis wird uns eine Einheit verbrennen, aber eine lange Runde mit seinen ganzen Engines könnte uns Probleme machen. Allerdings auch in einer kurzen Runde. Wir sind eher ein langes Rundendeck. Also wenn wir in der langen Runde nicht gewinnen, dann ja. Mama! Jetzt sind wir gut, ey. Die hat 3 Buffs bekommen. Von 5 Buffs sind 3 ins Leere gegangen. Ha, wir hätten sie wirklich ablegen sollen, statt ein Tadel. Okay, wir haben keinen unserer Elfen, aber wir könnten einen rauskriegen. With style. Ich will Figgis noch nicht ausspielen. Wir benutzen mal eine Elf. Illusions. You've yet to see what they can accomplish. Ich fand es auch ein bisschen fragwürdig, dass sie Handbuff-Karten rausgebracht haben und im selben Atemzug eine Karte rausgebracht haben, die nicht von diesen Handbuffs profitiert.
Okay. Können wir uns mit Isengrims Rat einen Bewegungsmeister rausholen? Ich denke, das werden wir auch tun. Oder erstmal eine Dryadenmatrone. Könnten jetzt natürlich aber auch eine Schadenskarte auf den Jägern benutzen. Und einen Waldbeschützer noch rausholen. Ah, komm. First, you must learn to pledge. Wir haben Vitalität, Liebkosung, Vergütung bringt uns direkt 5 Punkte. Liebkosung würde die Realmatrone auf 7 setzen. Er hat keine Karte, die 7 Schaden hat, so bringt sie uns mehr Punkte. Wenn er natürlich Imleris Zorn hat, kriegt er die weg. Shoot true. Müsste eine von denen jetzt weghauen mit einem inneren Zorn. Oder Hitzewelle. Wenn nicht, würde ich wahrscheinlich nächste Runde schon Figgis benutzen. Okay, dann benutzen wir Figgis. Corpses overboard. Live ones to the cage. Nicht much challenge once you knock them off that horse. Okay, er passt. Reicht von dem Punkt nicht ganz aus. Wir müssen noch keine Karte, eine Karte ausspielen, aber wir können Faith opfern. Weil die Liebkosung braucht man nicht ganz wirklich. Gut. Wir haben noch den Ruf. Wir haben Brehen auf der Hand, das ist schon mal wichtig. Waldbeschützer wäre noch eine super Karte oder Gesras. Mein Isengrims Rat kann uns auch nichts mehr rausholen außer ein Zwerg. Das heißt, wir sollten eine Wache ablegen. Stüger Schloss. Wenn er Cthulhus benutzt, können wir Cthulhus verschieben. Ich würde den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir haben immer noch sehr gefährliche Karten, auf die wir aufpassen müssen. Mutter ist nur relativ gut gegen Cthulhus, weil wenn Cthulhus halt aufs Feld kommt, wird er uns wahrscheinlich immer diese Ents wegbrennen. Später. Auslesen. Damit macht er sich aber auch Cthulhus gleichzeitig schlechter. Ciri Sprint. Ich meine, wir würden sie noch wegkriegen, bevor sie hochtickt. Wir können erstmal einen Katzenhexer rausholen, dass der noch Punkte kriegt. Weil nächste Runde würde Gesras auch direkt gut rauskommen.
Ninja. Okay. Gesseras hat jetzt auch schon den guten Effekt. Die Frage ist, ob wir Gesseras rausholen wollen. Wir haben nicht viele Einheiten in der Reihe. Und wir können mit dem Waldbeschützer halt immer noch einen Tadel rausholen. Das wären jetzt zwei Zauberkarten sogar. Plus wir könnten Ciri weghauen, ohne Brehen zu benutzen. Was mir besser gefallen würde. Und wir sollten es auch jetzt tun. Weil nicht, dass dann noch ein Verteidiger oder sowas kommt und das vermiest. Er hat aufgegeben. Okay. Vielleicht hat er keinen Ketulis gehabt, aber Ketulis wäre auch gar nicht so schlimm gewesen wegen den ganzen Ends. Und die Bewegungen hätten ihm auch ziemlich zusetzen können, weil wir hätten Ketulis sofort nicht verschieben können. Und wir hätten immer noch den Brehen gehabt, um eine ziemlich starke Karte von ihm zu zerstören. Wobei, die wird natürlich durch die Anführerfähigkeit auch geschwächt. Okay, Präzisionsschlag ist auch nicht so nett. Gerade wenn es Bomben-Medoc oder so ist, dann wird es nervig. Wir müssen schon wieder anfangen. Warum müssen wir immer anfangen? Wir legen mal Mutter in der ersten Runde weg. Die Liebkosen können wir ablegen. Feuerwerker könnten wir auch ablegen, aber könnten wir sogar behalten. Ich denke nicht, dass er viel mit Blockieren spielen wird, also legen wir noch eine Liebkosung ab. Wir fangen auch erstmal mit dem Feuerwerk an. Ja, auch ein Feuerwerker. Illusion. You've yet to see what they can accomplish. Will ich seinen Zwerg töten? Wenn er mit dem Zwerg doof trifft und eine Bombe hat, ist unsere Zauberin weg. Ich will schon die erste Runde gewinnen. Nee, ein Road to Home, das wäre, glaube ich, zu viel Wegelagerei. Es sei denn, du spielst Venedain aus und legst mit der Wegelagerei die Wegelagerei ab. Das wäre ein 200 IQ-Move. Aber Wegelagerei ist keine gute Karte. Oh, er hat die Falle. I could drown you in a single drop. Er wird wahrscheinlich auch noch mit Hattori spielen und kann mit Hattori nochmal eine weitere Falle erzeugen. Das heißt, wir müssen auf einen Manticore-Effekt aufpassen. Da sollten wir möglichst drum herum spielen. The best feathers are from hens. We're the best regiment in the whole plowing north. Ein ziemlich interessantes Deck. Er spielt, glaube ich, die alte Shiro-Liste oder so. Also er wird nur Unit sein. Aber ich habe noch keinen Medoc bis jetzt gesehen. A wee hint, then he jiggles. Have you seen a fuse lying about, have you? Will mein Schloss nicht in der ersten Runde spielen? Eine Schmetterfalle sein. Wenn ich passe, wird die Falle nicht ausreichen. Allerdings wird er die erste Runde gewinnen und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Allerdings von den Karten auf der Hand möchte ich auch nichts ausspielen. Ansonsten würde ich halt in die Falle gut reinspielen können. Ich habe jetzt leider nichts, was die Zauber... Ich könnte die Zauberin auch nach hinten verschieben, aber dann ist schon wieder eine Anführerfähigkeit weg. Ich weiß aber nicht, was besser ist. Okay, Blackie hat für mich entschieden. Blackie hat gesagt, einfach mal passen. Ah, Blackie. Okay. Ja, ist die Schmetterfalle. Wir hätten die erste Runde halt holen sollen. Ich hätte wahrscheinlich erste Runde weitergespielt. Ach,
Rache, Faith Katzenhexer. Okay, wir haben einen Ruf, wir haben unseren für die weitere Wache. Katzenhexer könnte man jetzt so ausspielen. Ich weiß nicht, wie nützlich Brehan in diesem Deck sein wird. Aber falls er pushen will, ist es keine schlechte Hand. Er will nicht pushen. Dann opfern wir mal das Schloss. Ich nehme meinen Mentor. It gets easier, kid. Never enjoyable, but easier. Wir brauchen Verteidiger. Hey, Dulli. Aber wir könnten Verteidiger mit Faith rausholen, weil wir haben schon die ganzen Bombenzwerge raus. Das heißt, Verteidiger ist 100%ige Chance. Tadel, okay, wir haben auch so Verteidiger. Zwei Tadel. Ein Tadel sollten wir behielden. Waldbeschützer. Ja, entweder Mutter rausholen. Ja, eigentlich Mutter. Rufe Mutter. Nachverteidiger. Fighting me is like snogging a hedgehog's ass. Wir spielen gerade Squared Hill. Ah, ist nur Unit, ne? Er ist no unit. Brehan kann echt zum Problem werden, weil seine Immunkarte könnte man auch zerstören, aber die ist schon raus. Eine Falle. Okay, ich würde durchaus gerne Faith vorne ausspielen. In den Ruf. Ruf benutzen wir für die Wache. Wache spielen wir nach hinten aus. Benutzen das Schloss, bewegen diese drei Einheiten. Und bewegen diese zwei Einheiten zurück. Damit sie nicht sterben, weil das sind wahrscheinlich die Karten, die uns die meisten Punkte in der Runde bringen. Dol! Blastada! 2, 3, 4, 5. Nein. Da haben wir gut noch einen guten Köder. Amti G. Dann kommt mit dem Tadel am Verteidiger vorbei und kann sich seine Karten rausholen, aber dann könnten wir auch unseren Tadel benutzen, weil wir hätten Ziele. Okay, und da zerstört uns wahrscheinlich eine Wache. Heißt aber, wir könnten mit dem Katzenhexer was treffen und wir hätten einen Tadel, der was treffen kann. That's right. I like fighting with style. Wenn wir einen Zauber spielen, zerstören wir uns die stärkste Einheit. Das wird aber dann wahrscheinlich der Fallgrube. Ah, Fallgrube war jetzt übel. Ist egal, wir kriegen trotzdem keinen Schaden durch Säbelzahntiger. Aber Fallgrube hat übel geknallt. Okay,
Okay, nimmt Gesras mit einer Hitzewelle weg. Wir benutzen jetzt schon mal den Brehan. Weil Brehan wird nichts mehr als eine Zweier kaputt machen. Go ahead, move around all you want, it'll hurt more. Wir könnten den Waldbeschützer auch noch natürlich noch eine Liebkosung benutzen, ne? Haben wir eine benutzt? Ne, haben keine Liebkosung diese Runde benutzt. Okay, dann haben wir Waldbeschützer nur einen Tadel. Fluch der Verdorbenheit. Also es ist nur Unit-Deck, ne? Oh, er hat sich Elfenroach gebrickt. Damit hat er uns ein perfektes Ziel gegeben für den nächsten Waldbeschützer. Das wird nicht ausreichen von den Punkten. Dort wird er auch nicht ausreichen. Und wenn er Eldaine hat, wird es auch nicht ausreichen. Er hätte Illyrian nicht mal so aus dem Deck rausbekommen. Und selbst wenn es ein anderer Elf gewesen wäre. Er reicht nicht aus. Eldaine. Allow me to play you an elven folk team. Ja, war vielleicht ganz gut, dass unsere Jungvögel überlebt haben. Ich weiß nicht. Ein paar Punkte haben sie zumindest schon gemacht, ne? Ja, selbst wenn er jetzt zum Beispiel noch einen Nossel gehabt hätte, hätten wir mit dem Waldbeschützer trotzdem ein gutes Ziel haben können und wenn Nossel hätte die Punkte auch nicht gemacht. Also Eldarin und dann noch wenn Nossel, wir hätten ja trotzdem ein Ziel angreifen können mit dem Waldbeschützer. Dann hätten wir mit dem Waldbeschützer halt 2 Punkte weniger gehabt. Wenn Nossel hätte allerdings auch dann nur maximal... Ja, sie hätte noch Illyrian rausholen können. Der Brick war schon heftig, ne? Wenn Nossel, wenn 16 Punkte noch gewesen. Wenn Nossel hätte... Hätte Venossin ausgereicht? Möglich. Das könnte interessant werden. Renner, my Renner. Wir wissen, dass er wenig Angriff hat. Das heißt, wir wollen in der ersten Runde möglichst unser ganzes Bewegungspaket haben. 2 Zaubern sind gut, damit kriegen wir nämlich noch einen Elf raus. Okay, 2 Elfen. Haben leider nur einen Katzenhexer. Kaadmel in Shea. Die Drian-Matronen fehlen leider so ein bisschen. Oder wir holen uns tatsächlich mit Isengrims Ruf eine Drian-Matrone raus, ne? Zauberer müssen in der letzten Runde wirklich überleben und ich mag es in der ersten Runde mehr, weil da geben sie uns das Tempo. Ich will jetzt meinen Katzenhexer. Mein Vorteil ist, wenn er Ihu ausspielt, wir können Ihu zerstören mit Brehan, aber wir haben den Ruf nicht. Das ist echt doof. Okay. Nehmen uns die zweite Wache. Die erste könnte er jetzt nämlich kaputt hauen. Nagelfahr. Hitzewelle. Wenn wir gepusht werden, wird das unser Ende sein. Das heißt, wir müssen die erste Runde eigentlich komplett durchziehen. Aber dafür haben wir nicht die allerbeste Hand.
Pyro. Okay, er spielt nicht mit Hingabe. Ihu. Ne, er haut uns die andere Wache weg. Tadel. Ich bewege auch mal, weil wir den Schaden brauchen, die Brauerin nach hinten. Die Brauerin, weil mit der Brauerin könnte er sonst wieder die Karte von hinten wegfressen. Er will ja den Sabbat haben. When pigs fly, eh? Okay. Waldbeschützer. Den Hexenlehrling wollen wir nicht durchkommen lassen. Langsam wird's knapp, ne? Durch das Bewegen können wir immerhin den Sabbat vielleicht versuchen aufzuhalten. Das heißt, selbst wenn jetzt Ihu ausgespielt werden sollte, könnte uns natürlich aber auch den Gesras rausholen, was für ihn nicht so toll wäre. Gesras wäre jetzt für uns die perfekte Karte eigentlich. Wenn er Ihu spielt und Gesras kommt, dann ja. Ist das wieder Chimiri? Chimiri wird sich dann auch wundern, warum ich mal mit den komischsten Squirt Heldex gegen ihn spiele. Noch ein Hexenlehrling. A witch's best friend is a pig, no doubt. Okay, benutzt Anführer. Damit würde er die erste Runde gewinnen. Würden wir noch gut hinterherkommen. Wir hätten eine Zauberin, aber wir haben nicht mehr wirklich die besten Karten. Ach, das ist echt schwierig. Und wir brauchen ja auch noch was gegen die Koshis. Passen. Aber jetzt kann er natürlich bleeden und das ist halt sehr gut für ihn. Aber er hat den Anführer nicht mehr für die Koshis, ne? Okay, wir haben noch einen Tadel für die erste. Wir legen Feuerwerke ab. Stiegerschloss ist ganz nett. Dreamatrome würde ich ganz gerne für eine Zauberin behalten. Wir könnten eigentlich eine Zauberin ablegen. Gesras ziehen wir noch nach. Für die nächste Runde hätten wir immer noch Mama. Ich denke auch nicht, dass er noch viel Angriff haben wird. Aber zur Not hätten wir den Verteidiger. Und wenn er alles nach vorne ausspielt für Gesras, dann, ja, die meisten spielen halt alles nach vorne aus. Wenn er einen Ghoul hat, muss er nach vorne wegen Sabbat. Allerdings, wenn er keinen Ghoul hat, könnte er alles nach hinten ausspielen, dann könnte Gesras halb so viele Punkte nur machen. Was machst du? Passt. Dann spielen wir unser Schloss, würde ich sagen, aus, weil wir haben keine Elfen mehr. Wir kriegen eine lange Runde. Ohne dass er eine Anführerfähigkeit für die Koshis hat. Das könnte interessant werden. Wir brauchen nur Mama. Komm schon, Mama. Oh, da ist Mama. Und zwei Dryaden-Matronen. Einen Feuerwerker brauchen wir nicht wirklich. Was ist die beste Karte noch? Ruf wäre gut, ne? Ruf des Waldes in, oder Faith in Katzenhexer, weißt du, was ich. Liebkosung, das weitere Zauberin. Would you rather I crushed your head or rip it clean off? Ich will erstmal die Dryaden-Matronen laufen lassen.
Die Zauberin werden wir wahrscheinlich gegen die Koshis benutzen mit. Schade, dass wir keine Wache mehr haben, ne? Die wären jetzt echt Premium gewesen. Der Verteidiger blockiert. Er hat keine Hitze-Level mehr. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwas anderes hat. Zwei Anführerfähigkeiten bräuchten wir vielleicht, um noch eine gute Karte zu zerstören, weil dann könnte man das nach hinten bewegen und dann wieder nach vorne. Ja, Wach mit Nekromantie, da hast du aber auch die Hingabe nicht, ne? Und selbst so, Mutter wird mit Hingabe, ja gut, das sind nochmal 3 Punkte extra. Nekromantie wäre ganz nett. Aber dann ist auch wieder so die Frage, ob sie so gut wäre. You smell ripe with fear, little one. Illusions. You've yet to see what they can accomplish. Wir müssen noch nächste Runde gucken, dass wir nächste Runde Gestras ausspielen. Das heißt vielleicht erstmal Mutter. Wobei es kann natürlich sein, dass wir es verschieben müssen. Koshi hatte einen gedeihten Adrenalineffekt von 4, ne? Das heißt, nächste Runde kann sie kommen. Aber wir könnten sie aufhalten. Wir brauchen eigentlich auch hinten einen Platz mehr, oder wir benutzen das Schloss und schieben unsere zwei Dryaden-Matronen nach vorne. Weil wenn die hinten die Reihe voll ist und ich will sie möglichst voll halten, dann wird der Gestras, oder dann werden die nach hinten nicht mehr springen. Das ist der Karant hier. Ja, damit haben wir gerechnet. Aber deswegen haben wir auch einen Tadel auf dem Feld. Wir sollten erstmal gucken, ob wir einen Tadel rauskriegen. Kriegen wir nämlich nicht. Wir können trotzdem noch die 16er zerstören. Müssen jetzt nur leider die 3 nach vorne bewegen. An den Gestras zu benutzen. We didn't take the mutation process. Er hat aber alles nach vorne gespielt, das heißt Gestras wird ganz gut reinhauen zweimal. Wenn er die andere Koshi auch nach hinten spielt, haben wir den Brahan. Wenn er die andere Koshi nach vorne spielt, nach ganz rechts, haben wir den Brahan. Das wird eng. Igni! Let's get this over with. Ist das echt Chimiri? Gut, dann haben wir noch eine Runde Zeit für die hier. I could drown you in a single drop. Einmal nächste Runde auf jeden Fall was, um die Koshis zu entfernen. Und dann könnte man noch die 16er zerstören mit einem Brahan. Erstmal gucken, was wir hier mit rauskriegen. Könnte ein Kreis des Lebens sein, der würde ausreichen. Das letzte, was wir haben, ist dann nochmal einen Brahan, um die 16er kaputt zu hauen. Gunkern. Wird aber trotzdem ziemlich hart, weil wenn er einen Oswell hat, dann könnte er die Karte nochmal fressen. You're not my first royal, you're not my last.
Okay, was ist die letzte Karte? Osmel würde ausreichen, glaube ich. Wobei, die wurde verbessert, ne? Das ist ein Neuan. 6 reicht aus, oder? Hat ein Angriffsziel, hat die 11er, macht 8 Schaden. Reicht das aus? Nein, 10 Punkte. Warum dachte ich, dass es ausreicht? Ja, Bewegungs-Squirtle. Also, er hat die lange Runde gewählt. Ich hätte nicht die lange Runde gegen Bewegungs. Das Deck kann in einer kurzen Runde absolut nichts. Du musst die lange Runde halt rausforcen. Das ist das Problem. Aber wenn du mit dem Deck in einer langen Runde gut umgehen kannst, dann kann es durchaus ziemlich stark sein, einfach wegen den ganzen Engines. Aber die kurze Runde ist halt das, was problematisch werden kann. Wir haben nicht wirklich viele gute Karten für eine kurze Runde. Wir hätten noch halt die Mutter, ne? Mutter, Figgis plus Waldbeschützer oder so ist das, was wir für die kurze Runde hätten. Das ist das Beste. Vielleicht sogar Figgis, Mutter und dann noch ein Gessras mit einem Sprung. Und den Gessras irgendwie noch mit einer Special-Karte rausholen. Das ist halt so, es kann dann auch funktionieren, aber die kurze Runde ist wirklich anfällig. Auf einer langen Runde mit den ganzen Engines kannst du halt echt gut Punkte machen. Also man sollte Bewegungs-Squirtle nicht unterschätzen. Schildwall. Squasme Evelion. Orenzilu. Kursung, Schloss behalten wir mal für die erste Runde. Ich würde noch eine weitere Liebkosung ablegen, oder? Ne, eine sollten wir vielleicht behalten. Tadel sollten wir auch behalten. Bergarbeiter können wir noch ablegen für die erste Runde. Hadrian-Matrone brauchen wir nicht wirklich für die erste Runde. Tadel. Spit it out already. I don't have all day. Ja, nicht wirklich. Also es gibt viele Decks, die dieses Deck wahrscheinlich aufhalten können. Nördliche Königreiche mit Belagerungsmaschinen könnten auch sehr problematisch werden. Nördliche Königreiche mit Belagerungsmaschinen sind auch ziemlich heftig gegen dieses Deck, weil seine Engines halt gezielter angreifen können und unsere rausnehmen können. Plus Bombardement, wir kriegen es halt nicht wirklich weg, ne? Hocus Pocus. Bang. Kaboom. Shit, how'd that go? Bauen wir was denn leicht aus. Ich will schon die erste Runde möglichst... Ja, wobei ich will die lange Runde haben. Ne? Ich will nicht, dass er uns pusht. Aber Waldbeschützer ist für die erste Runde eine ziemlich gute Karte. Da komme ich drum herum. Waldbeschützer ist leider eine ziemlich gute Karte für die erste Runde. Wir werden ihn noch nicht zerstören müssen, aber ich will halt nicht, dass der sich hochbufft, ne? Ich will nicht, dass der, wenn wir eine lange Runde spielen wollen, viel Geduld hat, weil ansonsten machen die uns sehr viele Probleme. Ja, wir hätten es auch natürlich auch letzte Runde weghauen können. Wir haben Tadel auf der Hand, aber wir brauchen auch die Punkte. Azedon. Can't see it getting any better than this. Okay. Wird wahrscheinlich die Magier-Variante spielen. Ich möchte von der Hand allerdings nichts wirklich opfern. Könnten unser Schloss ausspielen, aber wir bräuchten ein Schloss vielleicht für die letzte Runde. Wenn er allerdings zweite Runde pushen will, ist es besser, jetzt Schloss auszuspielen. Ich würde das Schloss noch ausspielen. Style. That's right. I like fighting with style. Und dann wahrscheinlich nächste Runde passen. Okay, er passt. Ich bin auf eine lange Runde gespannt. Es kann furchtbar nach hinten losgehen. Will ich gegen die wirklich eine, nördlichen Königreiche wirklich eine lange Runde haben? Ja, wenn alles überlebt, was wir auf der Hand haben, ist eine lange Runde ziemlich böse. Wir könnten aber auch jetzt pushen und Druck machen und für die nächste Runde halten wir uns dann vielleicht eine Mutter auf, ne?
Weil mit Schildwall, Verteidiger, stelle ich mir alles ein bisschen schwierig vor. Wir sind in der kurzen Runde nicht besser als Schildwall. Aber wir haben eine ganz gute Hand. Es könnte ein effektiver Bleed werden. Und wenn er nichts hat, versuchen wir's. Sind wir mal die, die bleeden? In den Öl wahrscheinlich. Ich will nur seine Angriffskarten rausholen. Das Öl ist mir egal. Dunkel ist mir egal. Was it so plowing crummy in Nilfgaard? Ah, this will shoot true. Vielleicht spielt er auch mit Lagerungsmaschinen. Anna. Okay, Anna können wir wegbewegen zur Not. Anna benehmen wir einfach weg. Wenn er einen Belagerungsleiter hat, dann bewegt er sie halt in eine andere Richtung. Anzeige. I demand satisfaction! Now! We didn't taint the mutation process. We improved it. Ha, es wird haarig, der Push. Ah, kann blockieren. What can I do for you? Deswegen ist Läuterung eigentlich immer auch ganz gut. Wir könnten uns mit Faith auch noch eine Läuterung raushauen, so ist es nicht. Aber dann allerdings haben wir nicht mehr die Mutter dann zu 100% nächste Runde. Aber ich denke, wir sollten es machen. Wir benutzen Faith. Läuterung. Bewegen den Zwerg einmal nach vorne. Nutzen das Schloss und bewegen die drei, dass wir nächste Runde nochmal... Holen wir nochmal mit der Wache alles raus. Schloss ist eh nächste Runde weg. Gesseras springt nochmal nach hinten, bufft die ganze Reihe. Dreharmatrone springt nochmal rum. Jetzt kommen langsam unsere Punkte. Jetzt kann er nur wahrscheinlich einen König ausspielen und Anzeige ist nochmal sofortig mit 14er duellieren lassen. Novigrad requires rejuvenation. A rebirth. Nein. Not without good reason. They're calling the Stern. Okay. Könnten versuchen, auf dem All-In zu gehen. Ruf könnte uns halt noch eine weitere Wache rausholen. Das wäre echt extrem gut. Oder eine weitere Dreharmatrone. Aber ich glaube, dann nehme ich eher die Zauberin. Ugh, stop gurgling like that. Das hat er nämlich kein Schild, weil Duell mehr für Gesseras. Auch noch verstärkte Ballista. Tal der Natur wäre nett. Tal der Natur. Wegelagerei. Tal der Natur. Wegelagerei würde, könnte uns halt auch hinten in den Elfen spawnen, aber Tal würde verstärkte Ballista wegnehmen. Dann bewegen wir nochmal die Elver. Wir nutzen den Brehen. Und Gesseras springt nochmal. Zang, 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 zang. Da muss er aufholen. Hat er nicht. Okay. Ha! Es ist immer leichter zu bleeden, als gebleedet zu werden. Es ist immer leichter zu bleeden, als gebleedet zu werden. Ja, die wirkliche Schwachstelle von dem Deck ist halt wirklich, wenn es gebleedet wird. Dann ist es nicht gut. Lange Runden oder sogar selber bleeden sind aber durchaus drin.